Also das wollte ich jetzt nicht gegen Rhein-Radweg tauschen hier. Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, an dem ich irgendwas aussetzen könnte, aber mir fiel nichts ein. Mann, geht mir die Strecke auf den Keks. Sie reisen ein in die Deutsche Demokratische Republik. Herr Heyer, machen Sie mal Gifferon auf. Christi Himmelfahrt und Brückentag. Das bedeutet 3 Tage Radeln am Stück. Am Mittwoch ging es direkt aus dem Büro los in Richtung Lauenburg zum vereinbarten Treffpunkt Campingplatz Lanzersee am Elbe-Lübeck-Kanal. Theoretisch in nur 50 Minuten mit dem Auto zu reichen. Während Karen und Lucy von Bremen aus glatt durchgerauscht sind und es sich auf dem Platz schon mal gemütlich gemacht haben, jetzt gibt's erstmal eine Hopfenbrause, hatte ich auf der Bahn direkt vor mir erstmal einen Unfall und eine Stunde Stillstand. Mal gucken, wo Matthias gleich bleibt. Irgendwann war die Autobahn wieder freigegeben und das lange Wochenende konnte beginnen. Schöner Platz. Ich war sehr froh, dass Karen die Tourenplanung übernommen hatte. Am ersten Tag führte unsere Route zunächst entlang des Elbe-Lübeck-Kanals über Mölln und weiter am Westufer des Ratzeburger Sees bis zum Wakenitz-Camp am nördlichen Ende des Sees. Am zweiten Tag durchquerten wir das UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee und am Ende des Tages erwartete uns in Perlin ein Campingplatz, wie ich ihn zuvor auch noch nicht erlebt hatte. Und selbst der dritte Tag auf dem Rückweg zum Campingplatz Lanzersee bot uns zahlreiche Highlights und Überraschungen. Himmelfahrt und ich bin wieder auf Tour. Wie klasse ist das denn? Es ist so ein richtiges Sommerfeeling, war gar nicht so angesagt. Und ja, jetzt bin ich das erste Mal seit letzten Oktober wieder mit dem Zelt unterwegs. Ihr habt ja sicher in meinem letzten Video gesehen, dass ich Probleme habe mit meiner Federgabel. Die federt nicht mehr und den Haarriss in meiner hinteren Felge. Ich habe mir eure Kommentare zu Herzen genommen. Und ich glaube, 4 oder 5 Kommentare haben dieselbe Felge mir empfohlen. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe sie mir bestellt und gestern Abend noch montiert. Ja, scheinbar hat das funktioniert. Das Rad rollt wieder. Und das Geile ist natürlich mit dieser Felge, die ist bis zu 180 Kilo belastbar. Ja, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich bin mit den beiden da vorne unterwegs. Das hat ja schon fast Tradition. An Himmelfahrt haben wir letztes Jahr auch gemeinsam eine Tour gemacht. Ja, gestartet bin ich hier am Lanzersee, wo ich vor 3 Jahren, glaube ich, mal war. Da hatte ich ja direkt einen Platz an der Spitze vorne. Moin. Diesmal hat es nur für einen Zeltwiesenplatz geklappt. Aber es war total schön und leer. Soll heute richtig voll werden. Oh, hier ist sandig und um die Ecke eine Hand. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich die beiden einhole. Traumhaft. Traumhaft schön. Ja, der Lanzersee liegt hier direkt am Elbe-Lübeck-Kanal bei Lauenburg. Lauenburg ist hier um die Ecke. Lauenburg wiederum liegt an der Elbe. Ja, und geplant hat heute Karen die Tour. Karen, guten Tag. Moin. Und Lucy, da komme ich jetzt nicht so schnell hinterher. Guten Tag, Herr Heyer. Moin. So ein Zufall. Du hier? Ja. Heute geht es stramme 56 Kilometer in Richtung Ratzeburg. Und dort werden wir, an der nördlichen Spitze auf einem Kanu-Camp übernachten, genau. Karen hat es bereits vorgebucht. Wagnitz heißt der Laden, genau. Ja, wir haben ja super Wetter. Ich habe gerade gesagt, die beiden müssen einfach nur mit mir fahren. Dann haben sie Glück mit dem Wetter. Ja, Lucy hat da ja ziemlich viel Pech gehabt letztes Jahr auf seinem Bodensee-Königssee-Radweg. Ah, ist schon wieder 2 Jahre her. Also das wollte ich jetzt nicht gegen Rhein-Radweg tauschen hier. Ich bin ja den Elbe-Lübeck-Kanal einmal durchgefahren. Ist schön, aber auf die gesamte Strecke ist es doch etwas zu eintönig, wie ich finde. Deswegen fahren wir heute auch, ja, ich glaube, bis Mölln und biegen dann ab. Lucy kämpft sich hier die Steigung hoch. Boah, was war los heute?
nicht mal am Schnaufen. Nö, das ist auch noch keine Steigung. Moin. Jetzt haben wir das Ufer gewechselt, also wir alle. Wir sind hier auf der alten Salzstraße. Herr Luffy fährt ja ohne Motor und rattert an allen mit 25 km/h vorbei, hier selbst an E-Bikern. Ja, er fährt auch jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit und zurück, jeden Tag bei Wind und Wetter. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit dem Thema. Ich hatte ja Probleme mit dem dritten Gang, der ja, hat irgendwie nicht gegriffen, da sprang man die Kette über. Und das war, nachdem ich ja, mein Rad von der Inspektion geholt hatte und den kompletten Antrieb neu gemacht hatten. Ja. Und ja, gestern habe ich die Felge montiert und seitdem geht der Gang wieder, gehen alle Gänge super rein und ja, wie neu eigentlich. Schon krass, was hier los ist. Moin! Lucy wollte sich ja unbedingt das Bonanza-Rad da mal anschauen, wo er gerade davor steht. Ja, unterwegs am Wegesrand dann hier dieses Prachtexemplar von Bonanza-Rad. Genau so ein Bike hatte ich früher auch. Hammer. Ja, Bonanza-Rad war nie so mein Thema, obwohl ich es natürlich auch cool fand als Kind. Aber ich wollte es eigentlich nicht haben. Ich hätte mir dann damals so ein Pseudo-Rennrad gekauft. In Gold. Gab es in keiner anderen Farbe. Ich hätte es ja gerne schon damals in Schwarz gehabt, aber damals gab es überhaupt keine schwarzen Fahrräder. Hab wieder meinen alten Helm auf, der mittlerweile auch schon 4 Jahre alt ist, mit dem ich jetzt ja gestürzt bin, oben rechts. Eine Schramme. Deswegen wollte ich ihn austauschen, hatte diesen POC Omne Mips Helm. Aber im letzten Video festgestellt, das haben auch viele kommentiert, sehr gewöhnungsbedürftig. Ehrlich gesagt, der sah wirklich scheiße aus bei mir. Ich finde ihn optisch super, aber er passt einfach nicht zu mir. Das sieht immer aus, als wenn ich ein halbes Ei auf dem Kopf habe. Ja, deswegen habe ich mir einen neuen bestellt. Ich habe mir jetzt wieder, ja, ich glaube, es ist der gleiche. Der kam gestern an, liegt noch im Auto. Aber ich hatte jetzt keine Lust gehabt, den auch rauszupulen, einzustellen. Ich habe jetzt einfach meinen alten wieder angezogen. Ja, passt schon. Moin. Ja, gerade in der Fähre wurde ich erkannt und von unbekannt. Schöne Grüße gehen raus, falls du das Video siehst. Hier mit der Felge ist das wirklich ein super Gefühl, zu wissen, dass die einfach stabil genug ist und man nicht wirklich auf jedes Schlagloch achten muss, gerade bei so einer Strecke. Das sagte ich gerade schon mal. Ja. Oh. Und hier hat Karl eine Bank gefunden, auf der saß ich doch auch schon mal. Liegt da noch mal ein Käsebrötchen vom letzten Mal? Jo, ich habe jetzt beschlossen, mir meine Maultaschen zu machen. Hallo, läuft nicht weg. Genau, und die sind ja schon abgelaufen seit 2 Tagen. Aber bevor die noch schlechter werden, esse ich sie jetzt. Die Nudeln bleiben drin, die brauche ich nicht. Ich mache die einfach in der Brühe warm. Ja, das perlt ganz schön. Und dies perlt auch, aber ohne Alkohol. Ach, das hast du jetzt, ohne Alkohol? Nee, deins nicht, die hab ich. Ja, ich dachte, wir trinken zusammen Bier. Ja, ich trinke ja kein Alkohol. Also ach so, du trinkst keins? Nein, ich trinke kein Alkohol. Oh. Aber letztes Jahr schon nicht, nein. Klasse. Gestrichen. Nice. Wasser kocht schon. Ja, wo willst du hin? So, noch ein bisschen Brühe dazu. Super.
eine halbe Stunde später. Und Luthi hat tatsächlich ohne Videoschnitttricks getroffen. Ja, das war jetzt eine schöne Pause. Bestimmt anderthalb Stunden gesessen dort auf der Bank. Nach 15 Kilometern. Und jetzt haben wir weiter Richtung Mölln. Ja, die Jungs waren echt gut drauf. Die haben uns vorhin jeweils ein Bier geschenkt. Aber waren ganz schön hacke schon. Moin. 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 Toi, 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 Jungs. Ja, das sind natürlich auch hier schöne Campingplätze. Ich habe schon wieder meinen Ständer vergessen einzufahren. Jo, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwas gibt, an dem ich irgendwas aussetzen könnte, aber mir fiel nichts ein. Wetter ist perfekt, nicht zu windig, Strecke ist okay. Jo, macht einfach wieder so eine Laune, nicht zurückzufahren, nächsten Campingplatz anzusteuern. Immer geil. Das sieht die Scheiße an. Dankeschön. So, wir sind jetzt in Mölln. Nur hier, also bei nur hier. Und ich habe mir jetzt hier so ein Käsebrötchen rausgelassen. Lucy versucht zu essen. Oh, die ganze Innenstadt wird hier aufgegraben. Ja, als ich das letzte Mal hier durchgefahren bin, war hier noch reger Autoverkehr. Oh, ein Verkehr hier. Eigentlich sollten wir absteigen und nicht einhändig fahren, aber geht schon, solange wir niemanden behinderten. Die Barilla-Nudeln habe ich jetzt sicher zu Hartweizengrieß verarbeitet. Wir sind jetzt bestimmt 5, 6, 7 Kilometer gefahren durch den Wald. Und das war schon ziemlich rubbelig. Also wer den Track oder auf die Idee kommt, den Track nachzufahren, sollte es im Hinterkopf haben. Ja, hier wird gefeiert. Es sind einige Jugendliche, die hier am Küchensee in Ratzeburg feiern. Ja, lustig. An dem Video, an dem ich gerade schneide, was ich vor 3 Jahren gefahren bin, ja, habe ich auch lange gefahren. Und angekommen am Ratzeburger See hier. Karin hält zu Recht an hier. Ja, das ist der Ratzeburger Dom. Das ist ja praktisch eine Halbinsel, um den See rum fährt mit dem Boot. Da kommt da hinten dann der Küchensee. Hier noch einmal der Blick auf die Dominsel mit der rechts im Bild angrenzenden Altstadt.
Vor uns die Dauercamper-Abteilung vom Campingplatz Schweigenberg. Auf der anderen Seite, wie ich finde, auch die schönere Seite vom Platz, haben wir schon viele entspannte Wochenenden verbracht. Aber wie der Schwabit sage, Dad, etwas gruselig und die Sanitäranlagen, naja, aber okay. So, jetzt aber wieder zurück und weiter geht's. Die letzten 12 Kilometer am westlichen Ufer des großen Ratzeburger Sees. Jetzt fahren wir noch etwa 10 Kilometer am See entlang, also von Süden nach Norden. Wir haben uns jetzt für die Waldstrecke entschieden. Es gibt, glaube ich, auch einen Radweg hier direkt neben der Bundesstraße. Aber müssen wir ja nicht haben. Und es lässt sich auch hier gut fahren. Hier geht es aber auch kräftig runter. Ja, Lucy haben wir ein Stück jetzt hinter uns gelassen, aber mir gefällt das auch richtig gut und die paar Steigungen, die steckt einfach so weg. Ja, das war. Aber schön. Ne? Ja, ich fahre heute eigentlich die ganze Zeit im Eco-Modus und habe immer noch über 70% Akku. Ja, 72% Akku nach, glaube ich, ja, 50 Kilometern. Ja, Lucy und Karen habe ich verloren. Ich bin der Meinung, dass Karen vor mir ist. Lucy ist hinter mir. Aber so schnell kann Karen nicht davor gefahren sein. Keine Ahnung, aber sie ist echt flott unterwegs. Ja, schön, hier mit kleinem Hafen. Ja, wir haben alle den gleichen Track, von dem her kann da eigentlich gar nichts passieren. Und so halten wir uns ja relativ streng dran. Ja, die Wegbeschaffenheit ist, ja, ich will es jetzt nicht als katastrophal bezeichnen. Aber kein Kinderpopo hier. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon am See oben angekommen. Ja, es zieht sich ganz schön hier, aber es ist doch echt. Ja, auch wieder hier Naturschutzgebiet. Und Mücken gibt es hier ohne Ende. Deswegen kann man hier gar nicht stehen bleiben. So, bin mal angekommen. Bin mal gespannt, ob Karen schon da ist. Tatsächlich, Karen ist schon da. Ist aber durchgeheizt hier. Lage ausgeteilt. Ja, sieht schön aus. Da ist Platz, aber das ist sehr weich. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich guck mal, wie weich das da hinten ist, weil der Boden wird nach hinten immer weicher. Mhm. Ja, weich allerdings. Ich bin mit dem Stuhl voll eingesunken. Gerade eine Mücke verschluckt. Ja, Strom gibt es hier auch direkt am Platz. Super. Jo, hier haben wir Steckdosen. Ja, ich hatte ein bisschen Last wieder. Und Karin hat hier schon alles eingestöpselt, Akku näht. Ja, ich habe, glaube ich, noch 70% Akku. Ich weiß, brauchst eigentlich gar nicht nachladen. Ja, wir haben uns jetzt hier unter das Zelt verkrochen, weil auf der Wiese hält es nicht aus. Da sind so viele Mücken. Trinken erstmal ein Bier, gehen gleich duschen und dann wird gekocht hier. Genau. Oh, ich mache mein Bitte, wie die Mücken, ey. Inzwischen haben wir es 11 Uhr und ja, wir saßen noch ein bisschen draußen. Am Ende hat sich es mit den Mücken noch etwas entspannt, aber das war schon ziemlich stressig, so wie ich es überhaupt noch nicht erlebt habe. Ja, jetzt haben wir uns alle in die Zelte verkrochen, 11 Uhr. Und ja, ist schon ziemlich klamm geworden, aber es ist wesentlich wärmer als letzte Nacht. Morgen geht es dann weiter entlang des Sees, nochmal auf der anderen Seite und dann Richtung Osten. Ja, diesmal haben wir richtig dicke, fette Luftmatratze wieder mitgenommen. Und da schläft man richtig gut drauf. Ja, und nebenan hört man Lucys Luftmatratze knatschen. Stört mich nicht. Ja, dann bis morgen. Moin Moin zusammen vom Wakenetz-Camp am Ratzeburger See. Ja, wir warten jetzt noch auf Matthias.
So spät bin ich nun auch wieder nicht aufgewacht und dass die beiden einschließlich der Zelte schon komplett verschwunden sind, haben bei mir einen gewissen Zugzwang und Stress hervorgerufen, den ich ja morgens überhaupt nicht vertragen kann. Moin. Hi, Matthias. Dafür wurde ich aber gleich freundlich mit einem Kaffee begrüßt. Herrlich. Guten Morgen, es ist 20 vor 11 und ja, ich habe etwas einen Schreck gekriegt, als ich aus dem Zelt rauskam. Luthi und Karen Zelte waren schon abgebaut, die waren weg, die Fahrräder waren weg. Wir hatten heute hier senile Bettflucht, um 8 Uhr sind wir aus dem Zelt gehüpft. Ich bin ja um 9 etwa aus dem Zelt gekommen. Jo, die Route ist jetzt geladen, die Sachen sind auch gepackt, gleich jetzt weiter Richtung Ratzeburg. Werden wir noch ein bisschen einkaufen, heute ist Freitag, also heute ist kein Feiertag. Ja, kaufen noch ein bisschen was zu essen ein. Wir haben ja gestern alles selber gekocht, unsere Vorräte soweit aufgebraucht. Und dann geht's weiter. Freuen uns auf einen schönen Tag. Also heute wird es überhaupt nicht regnen. Regenwahrscheinlichkeit 10%, von dem her. Ja, haben wir es super erwischt wieder mal. Wir hatten noch ein bisschen Probleme mit der Synchronisation. Karen hatte Komoot Premium und eine Kollektion angelegt. Ich habe zurzeit auch Premium. Ich habe so eine Testversion von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Aber ich habe meine Tracks übertragen auf, ja, auf mein Osmart und mein Bosch synchronisiert noch fleißig. Ja, ja, jetzt geht's Richtung Ratzeburg. Wie gesagt, dann werden wir nochmal einkaufen. Super, herrlich. Gestern auf dem Platz, das war eine Mückenplage, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also habe ich es zumindest noch nie erlebt. Und ja, teilweise liefen die Leute da mit dem Netz über dem Kopf durch die Gegend. Ich hätte mir auch gewünscht, schon teilzuhaben. Aber ich bin relativ verschont geblieben von Mückenstichen. Klar, den einen oder anderen, aber irgendwie hatten sie es doch eher auf die anderen abgesehen. Komoot hat jetzt eine neue Funktion. Man kann Rückenwind dazu buchen. Also wir haben heute Rückenwind gebucht von Nordost, weil wir fahren nämlich genau nach Nordost und morgen von Nordwest. Nee, genau andersrum. Das ist cool, coole Funktion. Ich würde mir wünschen, wenn Sie so weitermachen. Aber viel Spaß. Oder anders gesagt, Spätzle gemacht. Da auf unserer Strecke keine Supermärkte oder gar nichts liegt, fahren wir jetzt nach Ratzeburg, nicht in die Stadt rein. Oben am Rand gibt es Supermärkte und werden wir uns noch mal ein bisschen eindecken. Hey. Dieses Mal blicken wir von der östlichen Seite auf den Ratzeburger Dom. Falls ihr mal dort sein solltet, solltet ihr unbedingt einen Blick reinwerfen. Haben wir nicht gemacht, sollte man aber. Die Akustik ist umwerfend. Übrigens befindet sich am Eingang zum Domareal das Paul-Weber-Museum. Dort war man nicht, sollte man aber. Aber Paul Weber war ein zeitkritischer und satirischer Lithograf, Zeichner und Maler. Von ihm stammt unter anderem die Lithografie Das Gerücht von 1943, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Ich find's einfach nur genial. Rechts wieder der Campingplatz Schweigenberg. An dem Aussichtspunkt war man nicht ganz allein. Nach den hart erkämpften Kilometern machten die beiden nicht gerade den Anschein, uns die bequeme Liege zu überlassen. Dafür waren sie aber einverstanden, mit ins Video zu kommen, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Ach Quatsch. War jetzt aber schon eine dezente Aufforderung, während Luthi akribisch unsere letzten Vorräte aufteilte. Ja, jetzt haben wir bestimmt eine Stunde gesessen, haben uns unterhalten über Videoschnittprogramme und alles mögliche, Drohnen natürlich auch.
Ja, jetzt gehen wir noch mal einkaufen und ich brauche mein Frühstück. Lucy hat schon von einem Maibrötchen geschwärmt. Die haben einen ganz guten Bäcker. Schauen wir mal. Der Gaumenschmaus da hinter mir ist ganz schön verlockend. Oh ja. So, während Lucy hier draußen auf die Räder aufgepasst hat, haben Karin und ich schnell hinter uns ein paar Sachen eingekauft. Bier, Wein, fein Käsebrötchen. Ja, ein bisschen Verpflegung für heute Abend. Ich habe mir noch einen Lammsteak, glaube ich, besorgt. Mariniertes. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt gleich geht's erstmal weiter und wir suchen uns ein Plätzchen, um eine Pause zu machen. Stimmt's? Yes. Ihr habt jetzt zwar gefrühstückt schon, aber bei euch kommt der Hunger auch schon wieder. Ne? Hatten wir heute Morgen, aber das war nicht so reichlich. Wie spät haben wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. 13.10 Uhr. Leider Gottes müssen wir jetzt erstmal ein Stück an der Landstraße entlangfahren. Aber die Landschaft ist traumhaft, das Wetter ist der Hammer. Wir haben keinen Grund, uns irgendwie zu beschweren. Ja, wir hatten versucht, gerade mal eine Strecke. Doch, die schlechten Radwege. Aber es wird wieder besser. Ja, wir hatten gerade überlegt, ein bisschen wegzufahren, eine Stichstraße rein, aber die führen dann nicht geradeaus durch. Wäre, glaube ich, nur eine Quälerei. Deswegen fahren wir hier weiter. Mist. Banane verloren. Ich komme mir ja schon vor wie Pat, der seine Wasserflasche ständig verliert. Schöne Grüße. Kurz mal auf Tour stellen, damit ich die beiden einholen kann. Sonst war ich die ganze Zeit hier im Eco-Modus oder im Modus off. Zeit für eine Pause. Ja, ich habe nichts gegessen. Und hier haben wir so einen kleinen Tümpel entdeckt und einen Spielplatz. Da werden wir uns erstmal hinpflanzen. Oh, mit Badesee. Oh, passt doch. Lucy hat sich gerade mal einen Pulli ausgezogen, ist noch hinter uns. Ja, ging es gerade ein bisschen berghoch. Müssen wir gleich etwas auf ihn warten. Schön, und der Raps, der blüht immer noch. Ja, meine Ostseetour ist jetzt 2 Wochen her. Ja. Oder? Nee, mittlerweile 3. Ja, 3 Wochen. Ja, hier schön ruhig, keine Autos. Ja. Und es ist alles Naturschutzgebiet hier. Ja, und so viel Plastik im Naturschutzgebiet. Ha, ist das überhaupt erlaubt? Ich darf hier keine Drohne fliegen, aber Plastik darf man hier ausrollen. Und der Weg scheint scheinbar auch unter Denkmalschutz zu stehen hier. Oh, schön. Blick auf einen See. Kurz nach Ratzeburg haben wir das Bundesland Schleswig-Holstein verlassen und sind jetzt, haben jetzt rüber gemocht in Östen. Jo. Es ist ganz schön hier. Ja, es ist echt ruhig. Wir sind jetzt hier am Schalsee, UNESCO Weltkulturerbe. Ja, mir fällt mir jetzt nicht dazu ein. Hat uns gerade schon ungefragt eine Frau zugerufen, noch 500 Meter bis zum Gasthof. Ja, hier sind wir. Das sieht ja aus wie auf dem Rauschbad in Horb hier.
Nur etwas kleiner. Sehr nice. Wie vermutet, da ist man tatsächlich da anderthalb Stunden wieder. Aber wir haben heute nicht so viele Kilometer von dem her. Geht das völlig in Ordnung? Und wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Stell mir was noch unten. Also der vom Fahrrad. Die Toiletten waren nicht so prickelnd, deswegen. Muss ich gerade mal anhalten? Ja, ist total idyllisch hier. Richtig schön Natur hier. Jetzt muss ich doch mal zusehen, dass ich den beiden wieder hinterher fahre. Oh, mein Rad ist echt verstaubt hier. Lucy hat hier Pannenhilfe geleistet. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ja, vielen Dank. Lucy hatte gerade etwas ausgeholfen. Gab es wohl technische Probleme. Ich muss aber eine Pumpzange dabei haben. Die Strecke hier im Regen will ich nicht durchfahren wollen. Das muss ja eine einzige Matschgrube sein. Ihr dürft ja meckern, dass ich keine Bio-Eier kaufe, aber es sind mir gerade hier meine eingefärbten Eier rausgefallen. Ja. Ja. Aber alle, nee, den Spruch lasse ich jetzt. Die anderen habe ich nicht verloren. Weiter geht's. Einfach zu faul, die Tasse zuzumachen. Bleib drin bleiben. Ja, man kann eigentlich sagen, dass die Strecke hier unpassierbar ist. Ja, man sieht hier schön was von der Natur. Also das will ich nicht absprechen. Mann, geht mir die Strecke auf den Keks. Jetzt habe ich die Eier schon wieder verloren. Ich glaube, ich esse das Ding jetzt einfach mal. Mann! Ja, fahrt ihr ruhig mal weiter. Oh, ja, jetzt kommen wieder welche, sagen ja, die Farbe auf den Eiern, ja, die ist ja nicht natürlich abbaubar. Natürlich ab, aber wie ich hier umkippe. Ja, und das Blaue esse ich jetzt auch noch, bevor ich das auch noch verliere. Ja, die sind jetzt schon gut vorgefahren. Ich habe Karin gerade geschrieben, dass sie einfach weiterfahren sollen. Ich hole die schon ein. Wir haben ja den gleichen Track. Ich hoffe, das hört gleich mal auf hier. Ohne Federgabel, kein Wunder. Eins ist sicher, die alte Felge hätte das nicht überlebt hier. Keine Chance gehabt. Ja, mit der Federgabel, ich habe am Montag einen Termin bei der Werkstatt. Ich hoffe, dass sie da das auch schnellstmöglichst hinkriegen. Hey, nicht befahrbar hier. Nicht befahrbar, nicht so, wie ich hier unterwegs bin. Oh, und dann Mücken, du kannst hier auch nicht stehen bleiben. Du wirst ja sofort überfallen. Hey, ich freue mich schon auf den Campingplatz da gleich, ja, ja. Da werden wir uns wahrscheinlich auch wieder dick anziehen müssen. Boah, endlich wieder Asphalt. So, die sind ja echt einfach davon gedüst, ich glaub's nicht. Wir stehen jetzt hier zwischen Rücknitz und Tessin oder so, keine Ahnung, wo wir hier sind. Und die Mücken haben uns hier echt fest im Griff. Wir Anhalt war nicht. Da kommt Matthias, der eben seine Eier verloren. Achso, die hat gekocht. Und aufgegessen hat er. Lecker war's. Oh, Raupi. Wo? Da, guck mal, Raupi. Nach 15 Kilometer. 12 Mal, wenn du 20 Kilometer solche Strecke hast, dann werden die lang. Kommt Evil Kniebel. Ja, ich hab's. Hier ist was los. So, weiter jetzt. Die beiden haben freundlicherweise auf mich gewartet. Und ja, auch wenn hier die Fahrradinfrastruktur nicht ganz so optimal ausgebaut ist, ist es halt schön. Also es ist echt urig.
Döbersen hat den dicksten Turm, zumindest hier im Umkreis. Jetzt kommen wir über die Schilde. Schöner breiter Radweg, super. Ich frage mich, warum Sie die Straße nicht gleich mit neu gemacht haben, links. Jetzt verlassen wir wieder das Naturschutzgebiet. Noch 5 Kilometer, Campingplatz war schon ausgeschildert. Da ist rundherum, ich glaube, um 10 Kilometer Umkreis kein einziger Laden. Deswegen war es gut, dass wir uns im Vorwege schon etwas versorgt haben. Mit Abendessen. Oh, ich werde schön mein Lammfleisch braten. Ich habe gerade eine gute Marktlücke für McPom entdeckt. Ist aber nichts Neues sicherlich. Baut einfach gute Radwege. Ihr habt so eine tolle Landschaft hier. Ein paar tolle Gasthäuser. Am besten mit regionalem Essen. Und das Ding wird laufen. Ich sage euch das. Wir nähern uns unserem Ziel. Hier geht's rein zum Campingplatz. Naturcamping Perlin. Wir sind schon sehr gespannt, ob uns die Mücken genauso zerfressen wie gestern Abend. Aber schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich glaube, ich habe jetzt schon 15 Mückenstiche, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Langsam rollen wir hier ein beim Campingplatz nach. Oh, Vorsicht! Genau 55 Quadratkilometern. Kilometern. Und ja. Karin steht schon an der Rezeption, alles klar. So, hier können wir uns einen Platz aussuchen. Ja, ich kann mich echt nicht entscheiden hier. Wo ist denn die Steckdose? Mein Akku ist nämlich leer. Wenn nicht fragen, können wir die Hüpfburg sicher auch mal benutzen. Mein Mikro hat schon wieder versagt, aber ich ahne nur, was ich hier erzählt habe. Wir waren einfach nur happy für unsere drei kleinen Zelte, eine riesige Fläche in der Größe eines Festivalgeländes zur Verfügung zu haben. So konnten wir unsere Zelte aus schallemissionsakustischen Gründen weit genug auseinander aufstellen, aber dennoch nah genug, um unter uns zu sein. Na, haben Sie noch einen Platz frei? Oh, könnte etwas eng werden hier. Und hier können wir auch endlich unsere Stühle wieder aufstellen. Ja, weniger Mücken. Da ist mir gerade das Fahrrad wieder umgekippt, samt der Bierdose. Die ist auch halb ausgelaufen. In meine Tasche. Oh, das halbe Bier ist schon leer. Ah. Ja, nützt ja nichts, muss getrunken werden. Ganz entspannte Lammfiletbraten hier mit so ein paar Mücken. Oh, sie sind so lecker. Sind die Mücken auch. Oh. Ich habe mich auch gut hier irgendwie eingekleidet, aber nicht gut genug. Thank you.
Hier nochmal die Übersichtskarte von dem Naturcamping Perlin. Ja, und hier auf dieser üppigen Zeltwiese, wo die drei Zelte sind, dort haben wir übernachtet. Und jetzt geht's hier wieder die Straße entlang zurück. 11.10 Uhr, 10.11 Uhr oder 11.08 Uhr, genau. Ja, wir haben jetzt alles zusammengepackt. Geht weiter. Ich habe gerade Probleme mit meinem DJI. Das ist ja Rode. Hier mit dem Empfänger. Und ja, der will sich irgendwie gerade nicht mehr einschalten lassen. Ich musste ihn gestern auch leer laufen lassen. Ja, konnte ich nie ausschalten. Ja, das kann sein, dass ich dann heute nicht so viel berichte. Ja, ein paar Bilder zeige. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, mir das DJI Mic 2 zuzulegen, da hatte er Versprecher vorhin. Dennoch hatte ich nach dieser Tour bei Rode ein Ticket eröffnet und sollte das Gerät an eine deutsche Vertragswerkstatt schicken. Das habe ich dann auch gemacht und obwohl die Garantie bereits vor einem Jahr ausgelaufen ist, hatte ich nach ein paar Tagen kommentarlos ein nagelneues Set Rode Wireless Go 2 bekommen. Rechts! Oh, wir sind jetzt ungefähr 10 Kilometer gefahren. Ja, und es ist mir gerade hier die Schelle weggeflogen von meinem Zehfall. Moin. Moin. Ja, die ist komplett weg. Karin sucht sie. Freundlicherweise. Während Karin sie sucht, sie ist einfach nur runtergerutscht. Die ist durchgebrochen hier, ne? Ich glaube, ich nehme doch noch meine Santor-Halter mit auf Tour, weil ich die gleichen Dinger dran habe. Ja, Karin hat die gleichen hier. Ja. Baumarktware vom billigsten, wie ich schon in meinem Video ankreidete. Und jetzt ist die Sollbruchstelle gebrochen. Ja. Scheiße. So, die Tasche darf erstmal auf dem Rücksitz Platz nehmen. Und Karin wird mir noch mal so lange so ein Strapband zur Verfügung stellen. Ja, jetzt kann ich das irgendwie dahin zu fummeln mit irgendwelchen Kabelbindern. Habe ich zwar dabei, aber das hält dann wahrscheinlich auch nicht lange. Ich muss es eh abbauen morgen, weil das Rad am Montag zur Werkstatt geht wegen der Federgabel. Ich hole mir doch noch die billigen aus dem Baumarkt und feile mir die eckigen Löcher da selber rein. Weil in Edelstahl kriege ich das nicht gefeilt. Wir sind jetzt inzwischen 20 Kilometer gefahren und ich krieg so langsam Hunger, ich habe noch gar nichts gegessen. Wie immer und die beiden aber auch. Wir haben jetzt beschlossen, nach Zarentin reinzufahren, zum Bäcker, unser Pfand abzugeben. Heute ist ja Samstag. Ja, und Luthi hat mir eine Socke ausgeliehen, bevor hier die Schraube von meinem Frontrider an meiner Gabel schrubbelt. Es ist wieder so angenehmes Wetter heute zu fahren. Es ist einfach genial. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Doch, wir haben es verdient. Wir haben es alle verdient. Und bin wieder so angefixt, wieder Tour zu gehen. Mann, Mann, Mann. Ich will fahren, fahren, fahren. Ich muss mal so langsam in die Planung gehen. Wir haben dann die erstbeste Möglichkeit in Zarentin wahrgenommen. Das war ein Rewe, haben uns da eine Stunde vorm Bäcker gesetzt. Jeder zwei halbe Brötchen, ein Kaffee für jeweils nur 8,20 Euro zu uns genommen. Und bei dieser Gelegenheit auch das Pfand abgegeben. Der Freierweitwurf. Ihr habt mich nicht alleine getrunken. Gestern die Eier, heute das. Komm her, jemand, er liest sich gleich mal. Ich hatte nur zwei mitgebracht. Genau, jetzt geht's weiter in Richtung Lauenburg. Ja, heute fahren wir insgesamt wieder um die bummelige 60 Kilometer. Ja, ist völlig entspannt.
Wir können Pause machen, so viel wir wollen, und genießen das schöne Wetter. Ja, ja, bla, bla, bla. Ja, was soll ich sagen? Ist einfach herrlich. Hallo, jetzt sind wir in Lüttow. In Lüttow fahren wir jetzt raus und fahren Richtung Wallun. Wallun. Wollten wir hier kurz eine Pause machen, aber Karin hat hier das Schild gesehen. Ich hätte es glatt übersehen, aber... Betreten der Baustelle verboten. Nicht nur kurz, nicht nur eine Minute. Gar nicht. Wir sind es leid, immer wieder leblose Körper vergraben zu müssen. Ich hätte es ja gestern schon erwähnt, es ist kein Fünf-Sterne-Radweg, den wir hier fahren. Teils ist er wirklich schon recht ruppig. Aber der Weg ist hier offiziell ein Radweg. Wunderbar. Okay, okay, ich will gar nicht mehr so viel meckern. Das war gerade der Iron Curtain Trail. Ja, und hier ist auch gleich die A24 mit einer Raststätte. Ja, hier war früher Grenze, wenn man sich das mal vorstellt. Wir sind gerade hier entlang gefahren und machen jetzt eine Spitzkehre und fahren jetzt über die Autobahn. Bekloppt. Das ist mal wieder so ein richtiges schönes kleines Highlight. Das Licht, die Geräusche, der Motor ist aus, der neue Freilauf. Schön. Ja, Lucy wollte kein eigenes Video machen, filmt so ein bisschen für sich privat und wollte mir auch ein paar Clips zur Verfügung stellen. Also das Video wird es nur exklusiv auf meinem Kanal geben. Ups. Ging um die Ecke. Lucy, was kommt bei dir als nächstes? Donauradweg Teil 3. Denke mal in 1-2 Wochen habe ich den fertig, endlich mal. Also wird das Video vor diesem Video fertig sein. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben gar nicht die gleiche Framerate eingestellt. Ich filme mit 50, du mit 25, glaube ich, ne? Ja, mit 30. Oder mit 30, ja. Machst du das mit optischem Fluss oder wie machst du das? Ja. Kriegen wir hin, ne? Kriegst du hin. Na, die gehörte mal anders. Das ist nicht mehr von da. Zwei Mann, zwei Ecken, los. Oh. Ich glaube... Lucy macht das schon. Pro Bank der Pause. Oh nee, da ist ein Bein abgebrochen. Ja, das sag ich doch. Habe ich ihn nicht gesehen. Ja, die Bank ist bestimmt ein Komoot-Highlight. Ja, müssen wir mal nachtragen, falls das noch nicht drin ist. Geil. Hammer, Hammer.
Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von der Botanik. Sag mal, Karin, was war das gerade? Sah ein bisschen nach Klee aus. Roter Inkarnatklee ist das. Ah, mit Klee lag ich gar nicht mal so falsch. Inkarnatklee, rot. Okay, gibt's den auch in Blau? Nein, gibt's nicht in Blau. Und ich weiß das ehrlich gesagt auch nur, weil ich eben bei Komoot das als Highlight gefunden habe. Ich bin ja ehrlich. Okay, okay. Ja, hier haben sie eine Grenzstation noch erhalten oder wieder aufgebaut. Sehr nice. Sie reisen ein in die Deutsche Demokratische Republik. Herr Heyer, machen Sie mal einen Gifferum auf. Nö, ich glaube, wenn ich mit dem Trabi gekommen wäre, das hättest du laut geknattert. Können wir lieber mit dem Fahrrad. Und Matthias nimmt das natürlich auch mal en Detail auf. Also wenn das jemand professionell kommentiert, schaut bei Karin rein auf Instagram. Ich kann das nicht. Wir haben jetzt noch etwa 15 Kilometer bis zum Campingplatz, wo wir unsere Autos vorgestern stehen lassen haben. Ja, das gibt es auch nur hier im Osten, so leere Straßen, wo man nebeneinander fahren kann. Herrlich. Danke. Ja, plötzlich geht es hier so weiter. Landstraße, wunderbar. Das ist echt krass. Was für eine schöne Linde hier. Das richtig gesagt? Das war eine Eiche, aber egal. Eichenprozess nicht immer. Ja, natürlich ist es eine Eiche. Entschuldigung. Also eine Eiche erkennt jeder. Ja, ich auch. Normal. Ja, nee, hast ja recht, ist der Eiche. Fehlen jetzt nur noch Eichenprozessionsspinner, die sich hier abseilen und unsere Haut versengen. Hier sind wir ja vorgestern schon mal rübergefahren. Jetzt haben wir beschlossen, auf der anderen Seite wieder zurückzufahren. Zu dem Campingplatz, wo unsere Autos stehen. Ja. Wo geht's lang hier? Es waren jetzt etwa 180 Kilometer, schätze ich mal. 3x60 ungefähr. Und es war wieder ein super Wochenende, verlängertes Wochenende. Ja, absolutes Kontrastprogramm zu den letzten Wochen, Monaten mit Regen und Dingen, die man so privat erledigt hatte. Und ja. Einfach raus in der Natur und das Leben genießen. Ja. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Campingplatz. Lanzer See. Hier ganz links, wo das alte Wohnmobil steht, da stand ich mal 2021 mit meinem Zelt. Ich verlinke mal das Video oben rechts. So, ich will es gar nicht lang machen. War eine tolle Tour, tolles Wochenende. 180 Kilometer. Ja. Und ja, ihr fahrt jetzt weiter nach Bremen. Genau. Ich fahre jetzt mit dem Auto hier nach Hamburg. Luthi hilft mir noch, das Fahrrad kurz ins Auto zu heben. Ja. Besser geht's nicht. Schreit nach Wiederholung. Drei Tage. Ne? Ja. Genau. Blätter wie bestellt und immer Wind von hinten. Ja, das hat mega Spaß gemacht. Wirklich. Wir hatten so viel, ja, wir haben so viel gelacht, wir haben so einen Spaß gehabt unterwegs. Und das war alles so unkompliziert, auch mit den Plätzen. Gut, die Mücken unterwegs oder abends vielmehr bei den Campingplätzen. Das ist dies Jahr so. Hat ja. Die Sache bestimmt keinen Abbruch getan in irgendeiner Form. Also ganz bestimmt nicht. Okay, bis dann. Also, ich danke. Tschüss.